Willkommen zurück, liebe Zocker vor den Monitoren und natürlich auch Zockerinnen. Ich sage jetzt in letzter Zeit immer nur liebe Zocker, das kommt nicht so gut. Obwohl Zocker ist ja der Überbegriff, oder? Eigentlich schon, ja, aber ne, man sollte die Herrschaft, hätte ich bald gesagt, mal nicht außen vor lassen. Es gibt viele Mädels, die Minecraft spielen. Mhm, die holde Weiblichkeit, genau. Die wollen wir ja nicht vergessen hier. Ja, muss ja dann noch ein bisschen was mit Licht machen, glaube ich. Oder es geht, ist in Ordnung. Bin immer noch am, wie ihr seht, Teppich setzen in den Türmen. Der Ralf macht, glaube ich, gerade noch die Lampen draußen. Ich bin gerade mit der Außenbeleuchtung am Gange, ja, das ist richtig. Achso, habe ich gar nicht gesagt. Der Ralf ist übrigens wieder mit dabei. Oh mein Gott, jetzt Ach, hier. naja, gut. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass wir jetzt gleich im Anschluss aufgenommen hatten. Ja, stimmt, ja. Na? Jetzt mal ein bisschen auf den Part auch achten, dass der nicht wieder so lang wird wie der letzte. Sonst habe ich da Probleme beim YouTube hochladen. Wenn die länger sind, dann dauert das bei YouTube nämlich ewig. Das ist immer das Ärgerliche dabei. Ja, ich meine, das Rendern kriege ich schnell hin, aber das Hochladen bei YouTube, das, ich weiß nicht, was die da machen, dass das so lange dauert. Ich habe echt keine Ahnung. Das ist enorm. Also bei mir Muss man zeigt gerade er was. pauschal immer gleich erstmal so 172 Minuten an. Egal wie lang das Video ist, das ist immer so der Pauschal erstmal. Ist nicht so pralle. Also da muss YouTube sich nur mal reinfallen lassen, ne? Ja, ich finde, YouTube hat das Problem, dass es in letzter Zeit immer schlimmer wird, anstatt besser. Ja, das Hochladen dauert da sowas von lange. Seitdem die mit Google da so ein bisschen mehr und das ist irgendwie, weiß ich nicht, finde ich nicht mehr so schön. Ist die nicht die optimalste Lösung gewesen, ja. Nee, die ganzen Kommentare und alles, das kommt nicht mehr so an, wie es ankommen sollte. Die Nachrichten kommen nicht mehr an. Und weiß ich nicht, finde ich persönlich nicht so schön. Da müssen wir wohl alle lernen, mit zu leben, wa? Ja, Oh, wohl weil die wahr. randaliert da wäre. Ja, hier wird ein bisschen rumrandaliert, ja. Ach, diese Klappern, dieses Klappern von diesen Trapdoors hier. Ich glaube, Oh, ich jetzt habe werde ich ihn. mal einen Oh ja. Ton mal leiser machen. Ja, das geht gar nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal in beiden Türmen den roten Teppich noch ausgebaut, dass in jedem Stockwerk da genug roter Teppich ist. Mit reicht. Wenn man auf die Treppen so einen Teppich noch mit draufpacken könnte, wäre auch Ja, genial, das ne? wäre genial, ja. Oder aus irgendwelchen anderen Materialien Treppen machen. Oh ja, das wäre richtig gut, ey. So, jetzt wollte ich, was wollte ich? Was wollte ich eigentlich? Hatte ich dir irgendwas gesagt, was ich machen wollte? Du wolltest Teppich setzen. Na, hab ich doch. Ja, das hast du gesagt, das wolltest du machen. In diesem Part. Den Altar wollte ich beginnen. Der wird auch wieder mit ein bisschen Gold gemacht, weil damals war das ja ein bisschen. Oder könnte man da einen anderen Stein für nehmen? Was willst denn du nehmen, Ralf? Ja, du machst ja keinen Glowstone. Nee, eben. Ich Weil Glowstone sieht doof aus. bin ja so ein bisschen so ein Glowstone-Fan. Nee, aber nicht in mittelalterlichen Gebäuden. Da hat Glowstone überhaupt nichts drin zu suchen. Ja, aber wieso nicht? Ich meine, Glowstone ist nichts Modernes. Ja, aber ich mag das nicht. Das ist, nee, das leuchtet von selbst. Das ist wie, als hätte der Stein eine Batterie drin und deswegen leuchtet der. Das ist nicht so schön. Außerdem klatscht der so komisch und das ist viel zu laut. Den nimm doch So. ausgeschaltete Redstone-Fackeln. So, ich schlage hier mal den Teppich weg, weil ich überlege jetzt, wie ich hier den Altar hinbaue. Ja. Komplett aus Gold soll er auf jeden Fall nicht werden. Aber doch schon, ja, ein bisschen anders. Ich will mal immer schauen hier, wie das aussieht. Die Außen habe ich jetzt soweit fertig. Jetzt hätte ich beinahe deine Blume von der Fensterbank geschmissen hier. Böse. Soll so mittig hier rein, ja? Der Altar? Ja. Ja. Weil dann würde ich, war ich am Überlegen, dass man. Und jetzt? Mal was gucken, wie das aussieht. Das geht auch noch, das würde mir auch noch gefallen lassen, ja. So Aber wo kommt dann der als Strom für die Lampe her? ja, Moment von der Redstone-Fackel. Ja, aber hatten die im Mittelalter schon Strom? Das weiß ja keiner, dass hier Redstone ist. Ja, könnte man nehmen, ist ja egal, lass mal gelten, ausnahmsweise. Ich meine, wir können das ja so machen, dass das Ganze eventuell ein- und ausschaltbar ist. Wir können das auch so machen, dass es einfach nicht als Elektrolampe gilt, sondern als Öllampe. Das hatten sie im Mittelalter auf jeden Fall.
Ich muss mal gucken, ob das Aber so viele willst du da hinsetzen? Echt? so gucken, wie das funktioniert. Ja, so als Umrandung, dachte ich. Ach so, als Umrandung, ja, okay. Ich dachte, du wolltest den ganzen Boden jetzt damit belegen. Nein, nein, das wird zu viel. Dann hau mal rein. Mal immer schauen hier. Hey, das hatte ich mir fast gedacht, dass es nicht so funktioniert, wie ich das will. Ich mit diesem Redstone, das ist immer so eine Sache. Jetzt so einfach Redstones Fackeln drunter, ist doch egal. Genau. Ja, ich hätte gedacht, dass wir so Wände zum Ausschalten machen. Ach, das ist. Man leuchtet jetzt halt. Ganze Zeit. Was? Ne? Das können die User ja auch selber machen. Ich meine, da haben sie den Meters noch, den können sie dann auch die Videos angucken. Da wird ihnen gezeigt, wie das mit dem Redstone dann geht. Es leuchtet. Liebe Leute, es leuchtet. Und er überlegt trotzdem noch wegen Ausschalten, hä? Ja, ist so, dass wenn der Pfarrer auf die Stink da, auf die Kanzlei geht, dass das Redstone hier, dass das angeht. Warum? Weil das hübsch ist. Aber ich glaube, ich habe so die dumpfe Befürchtung, das werde ich mal lieber außerhalb der Aufnahme probieren. Ich glaube, das wird besser. Ja, ich Weil versuch mal das, hier. ich glaube, hier blamiere ich mich im Moment erstmal nur. Ach, naja, es ist mal probieren, ne? Probieren kann man alles. Braucht nur einen Boden irgendwie darunter. Wenn, dann müsstest du es jetzt schon ausprobieren, weil sonst kann ich am Altar nicht weiterbauen. Ich könnte den aber auch noch, ich könnte mir gut vorstellen, warte mal, dass wir den Altar ein bisschen noch in die Breite ziehen, bevor wir da noch weitermachen. Könnte ruhig noch ein bisschen breiter werden hier so, ne? So. Warte. Tja, also so wie ich mir das vorstelle, funktioniert das nicht. Lassen wir es lieber weg. Ja, es gibt Dinge, die sollte man den Leuten überlassen, die es können. Ja, der Metos zum Beispiel, der ist da ein absolut Prestige für. Genau. Da habe ich jetzt wieder ganz viel Krach gemacht. Das ist lauter als das, was ich sage. Deswegen sage ich nichts, wenn ich die Dinger da kaputt haue. Aber es ist eine gute Idee, das mit den Lampen. Das sind dann so Öllampen oder weiß der Geier. Irgendwie so funktioniert das schon. Sind halt fortschrittliche Mittelalterianer, Menschen, Dings da, was weiß ich halt. Die haben schon Strom. Was machst du da jetzt? Ja, dann bauen wir um. Mir egal, soll er mal machen. So wird das vielleicht später mit der Redstone-Schaltung etwas einfacher. Mach du mal. Dann haben wir ja auch noch genug Licht in der Mitte dann. Und das in einem Let's Play. Ich singe. Kannst du dir das vorstellen? Lass das lieber. Ich summe vor mir her hier. Das Holz hätte ich gerne, weil dann würde ich hier nämlich dann mit so Holz weitermachen. So. Was hast du denn da jetzt an Holz genommen? Das normale Eichenholz. Okay. Ey. Du kannst aber, du weißt aber schon, dass du mit dem Mausrad von deiner Maus Ja, praktisch das ist, ne? So. dass man das denn übernehmen kann, das weiß ich schon. Da musst du nämlich nicht fragen, was ich da genommen habe. Nee, ich war gerade im Inventar, deswegen. Ah, so, hier kommt dann natürlich auch noch eine Treppe dran. Und da kommt auch noch mal eine Treppe dran. Machst du die ein bisschen breiter, ja? Können wir machen. Warte, lässt sie einrichten. Mach ich schnell. Hey. So, dann haben wir hier schon mal ein bisschen was für die Altar. Hast du jetzt hier fertig gemacht oder wolltest du da noch rumprobieren? Nee, das ist erstmal fertig. Ja, Es leuchtet, das reicht erstmal. weil dann kann ich erstmal den Altar weiterbauen. Dann wird der Ralf mir wahrscheinlich später hier den ganzen Altar nochmal einreißen. Na, das würde ich nie tun. Nein, der Ralf sagt auch nie, dass ich Engländer bin. Nie. Nein, nein, das wird er nie tun. Nee, niemals macht Nein, der nein, Ralf das. nein, 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 nein. Wie kommst du auf solche Sachen? Also, das verstehe ich jetzt noch gar nicht. Haben wir hier das Gold. Dann haben wir da halt
Ja, mache ich mal ein bisschen höher, weil ist eine reiche Kathedrale. Und jetzt muss ich mir überlegen, nicht so blöde aussehen, wenn die Pflastersteinmauern, ne? Dann muss ich mir glatt überlegen, dass ich hier dann so mit Pflastersteinmauer lang gehe, weil das ist ja doof. Schön aus. Deswegen suche ich mir jetzt was. Wo ist es denn? Da. Ist das der? Ja, den finde ich schön. Echt? Was denn? Den findest du hübsch? Was? Ja. Also glatten Sandstein? Ja, warum nicht? Ich finde den schick. Und da oben drauf kommt dann hinten auf jeden Fall hinten. Nee, hinten kann ich das wegmachen, weil hinten soll ja anders aussehen als vorne. Da kann ich dann hier auch die Böden mal ein bisschen wegnehmen. Also wenn jetzt hier auf dem gemeißelten Sandstein nicht unbedingt gerade ägyptische Zeichen drauf wären, ne? Ja, dann hätte ich den genommen. Aber deswegen nehme ich ja den glatten. Kies wäre blöd, Kies würde unten reinfallen. Was hältst du denn von sowas hier? Moment. Von den Netherziegeln. Passt farblich aber, glaube ich, nicht so hübsch. Netherziegel kommen aus der Hölle. Was haben die denn bitte in einer Kirche zu suchen? Ja, hast mich ja überzeugt. Das ist Gotteslästerung. So, dann haben wir hier hinten nämlich auch schon ein bisschen Gold. Ne? Man schon, die sind hier ein bisschen reicher in der Kirche. Dann könnte ich hier hinten nämlich dann das offen lassen und könnte hier eventuell ein bisschen weiter raufgehen, so und so, da so und dann so, dann ist das ein bisschen höher. Jawohl, ist auch schon mal schön. Ich mag das, wenn so. Eigentlich sind ja die unteren Teile des Altares wirklich aus solchen Steinen gemacht. Bei uns gibt es zum Beispiel eine Kathedrale, also ich kenne eine, da haben die das mit Granitstein, einfach so einen Granitsteinblock hingepackt und da ist dann der Altar drauf. Das finde ich eigentlich recht hübsch sogar, weil das nicht so, ja, so, wie soll ich es nennen? Du weißt bestimmt, was ich meine. Ich kann es nicht richtig erklären. Nö. Uncool. Er weiß nicht, was ich meine. Nee, ausnahmsweise mal nicht. Ich bin sowieso mir noch nicht so ganz im Klaren, wie das hier aussehen soll, wenn das fertig ist. Den gucke ich mir das einfach jetzt erstmal hier nur so an. Der Ralf ist immer so misstrauisch. Der Ralf Nein, vertraut nein, mir nicht. nein, 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 nein. Das ist es nicht. Aber ich bin nicht so der Kirchgänger, muss ich ehrlich eingestehen. Und von daher ist das dann immer schwierig, mir sowas dann vorzustellen. Du wirst lachen, ich bin eigentlich auch kein Kirchgänger, aber ich bin ja Buddhist. Gehe nicht in die Kirche. Wir haben Tempel. Und wieso bauen wir jetzt eine Kathedrale? Weil ein Tempel dann doch zu groß wäre und ich dann wahrscheinlich 9000 Parts hätte, bis dann mal dieser Tempel fertig wäre. Und das ist mir ein bisschen zu viel. So. Wie war das bei Dings Brush Spear oder sowas? Was für ein Ding? Na, dann die Befehle hier nicht von World Edit, sondern von Voxel Sniper. Ja, warum? Was willst du damit? Kannst du deine Kugel erstellen? Hast du schon einen halben Tempel? Ja, doch, ja, könnte ich auch. Ja, toll. Meine Kugel. Das ist ja ein Tempel, ist ja nicht unbedingt immer gleich eine Kugel, ne? Oh, da habe ich aus Versehen den Zaun draufgestellt. Das finde ich nicht so gut. Weil hier soll ja auch noch eine Fackel drauf. So, zack. Da auch. Zack. Damit hier genug Licht ist. Jetzt darfst du die Blume dann irgendwo hier platzieren, wo du das gerne möchtest, auf dem Altar. Ja, das hatte ich mir nämlich auch überlegt, dass da so ein roter Teppich drauf kommt, auf jeden Fall. Wie bald gesagt, einen Eimer holen. Ist ja ein Blumentopf. Ja, das ist ja blöd, dass wir nur den Teppich wegmachen. Muss mal kurz gucken. Ja, na klar, aber das macht ja dann nichts. Da steht dann halt die Blume. Soll ich deine Blume hier hinten mal herholen?
Ich hab sie schon. So. Ach so, dann so. Mal sehen. Meint der Optik wegen müssten wir ja eigentlich zwei hinstellen, ne? Dann stellst du zwei hin. Ist auch nicht das Problem. Dann wird das optisch wieder passen. Genau, dann sind da halt auch nochmal Blumen, siehst du? Ralfs Blumen. So. So, jetzt muss ich aber die hinten von der Fensterbank kicken. So, und damit man dann hier nicht die ganze Zeit so durchstratzt, nochmal einen kleineren. So. Ja, und das kann dann schon ein Altar sein. Der kann jetzt hier stehen, der Pfaffe, und kann hier na 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 na. Hilfe, Hilfe. Gucken wir mal gerade was. Wahrlich, ich sage euch, dies wird der Tag sein, an dem die Kathedrale irgendwann mal fertig wird. Ich weiß zwar noch nicht wann, aber ich predige, ich werde damit fertig werden. Amen. Und du sagst mir, ich soll keine Netherziegel verwenden? Ja, ich habe gerade überlegt, wegen dem Buch da oben drin, aber... War das nicht dieser Zaubertisch? Ja. Aber das sieht doof aus, ne? Hm. Weil da war das Buch drauf. Das hätte gut gepasst, wenn er da mal irgendwie predigt, dass man da auch das Buch hat. Den würde ich sowas hier nehmen. Aber das sieht auch so komisch aus. Ja. Da wäre es natürlich genial gewesen, so für das Buch. Oder ich mache das an... Geht ja auch nicht, oder? Ich glaube, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Das ist ja auch doof. Warte, ich versuche mal was. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wäre schön gewesen. Nö, nee, das geht nicht. Doof. Das ist jetzt wirklich doof. Und wenn ich das jetzt einfach... Weiß ich nicht, weil was Besseres fällt mir nicht ein, das da im Buch zu sehen ist. Wenn ich das jetzt einfach mal so ein bisschen so... Da ist zwar jetzt ein Pentagramm drauf, aber das ist ja jetzt erstmal Scheiß drauf. Dann macht man hier so. Und dann so. Und der steht dann hier und... Ist das nicht eigentlich irgendwie immer ein bisschen höher, so? Das Ganze? Oder war das nur an den Seiten immer, wo das so höher ist? An den Seiten, da gibt es dann so Predigerkanzeln, die sind an so großen Säulen dran. Da kannst du hochgehen, dann lalalala, bla bla bla. Also ich finde den Altar schon gut genug so. Das reicht. Oder dann so lassen, dann hat er hier sein Predigerbuch. Oder sieht das zu doof aus? Nö, ich denke, das geht. Gut. Lassen wir das einfach mal. Es geht halt nicht anders, damit ein Buch zu sehen ist, liebe Leute. Genau. So. Dann würde ich sagen, aber damit, dass wir uns jetzt erstmal aus diesem Part wieder verabschieden. Denke auch, weil sonst wird es doch wieder zu lang. Genau. Wir wünschen euch dann noch viel Spaß beim selber rumbasteln, selber rumprobieren. Ihr, also alles, was ich hier baue, müsst ihr natürlich nicht eins zu eins nachbauen. Ihr könnt es natürlich auch ganz anders machen, je nachdem, wie ihr lustig seid und was ihr für Launen habt. Ich würde das gern so lassen, weil ich finde das recht schick. Und damit verbleibe ich, euer Linea-Epi. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Den wünsche ich euch auch, euer Herr und Meister. Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.